Hatte dir was gesagt, wo du hin sollst? Ich habe gar nicht zugehört. Okay. Du musst dreimal mit ihm reden, also du musst ihn nach, glaube ich, nochmal hinstellen. Okay, alles klar. Mach Bis er nochmal. sich wiederholt. Pass Ja. auf, Sonst einfach ich höre zu. E drücken und dann nochmal E drücken und nochmal E Ja. drücken. Dann irgendwann wiederholt er sich. Das Board musst du da jetzt mal einmal drücken. Ein paar tausend Jahren im Pool von Schneckenscheiße fest. Ja, Das ist aber lecker. nicht nett. Das macht eine heisere Kehle. Als hätte ich eine Kehle. Kommen wir nun zu den Bedingungen unserer Vereinbarung. Ich verspreche dir, dir zu dienen, dir Weisheit und Wissen zu bieten. Bis zu dem Tag, an dem ich zu dem zurückkehre, der mich. Tralala, im Gegenzug versprichst du mich nicht in irgendwelche Kanäle zu werfen. Los, Klingt schmeiß mich gut? in den Kanal. Ja, ich trage ein Sklavenarmband. Was, Hauptstadt? Müssen wir in der Hauptstadt? Aha, explodiert ein Gewehr. Kartenraum finden. Er muss sich orientieren. Okay. Supi. Jetzt darfst du ihn einsetzen. Ah, und du kannst einige Rezepte auf einem bestimmten Level lernen. Ja, ich weiß. Gut, ich bin dabei. Können Geh auch noch nicht dahin, wo du hin willst. Anni. Da dauert es Nee, ich meine Sie meint ein nicht. anderes Spiel. Achso, aber hier ist es fast das gleiche, deswegen. So, jetzt kannst du den Stab wieder einstecken. Weißt du, wo es hingeht? Ich habe nichts rauserkannt. Ich weiß, was denn geht. Er hat doch gesagt, wir müssen zur Hauptstadt in den Kartenraum. Ach so. Hat er doch gesagt, oder nicht? Das hat er gesagt. Nee, er hat gesagt, wir müssen nahe der Hauptstadt sein. Ja. Und was mit dem Kartenraum? Ja, genau. Und da gehen wir jetzt hin. Das ist die Generation RTL, weißt du? Okay, dann gehen wir erstmal jetzt, dann versuchen wir jetzt einfach jetzt hier runter zu gehen, dass wir da Das. runter zu gleiten. Ja, das Leiden war jetzt. Scheiße. Es gibt auf jeden Fall richtig viel Essen jetzt. Dann bin ich gestorben, ist es alles gut. Annika, wenn du Airdrop brauch, wenn du Essen brauchst, hol den Airdrop. Da hast du den Kühlschrank voll. Ich bin ja gerade im Kreativmodus. Ach so. Also ich bin im normalen Modus, wo ich auch sterben kann, aber ich bin gerade Ja. kreativ an. Ich kriege jetzt gerade nur ein bisschen rum über Alter, die ich bin schon ganzen. wieder halb tot. Ja, durch den Sturz halt von. Meine Herren. Bring da links an die Wand dran. Weil der Dude sich auch nicht festhalten will, ne? Ah, jetzt. Also irgendwann haben sie das mit dem Klettern hier verschlimmbessert. Was? Huch, das war der Kamera, der Mikrofonarm. Ich entschuldige mich. So. Das macht er mit einer Hand, ne? Zwei Händen. Das ist ein zweihändiges Schwert. Ach, stimmt. Und das muss mal zum Abgerichter. Und vielleicht dann mit dir so weit, genau dann. Ja, gut. Ach, mein alter Bauplatz. Ja, dein alter Bau. Den besichtigen wir auch mal. Aber wir laufen da nur vorbei. Nur Kann das jetzt gucken, sein, nicht dass jetzt anfassen. 6 die höchste Stufe ist von Werkzeugen und nicht mit 200 oder 500, was das war? Das weiß ich nicht. Also ich hatte doch kein Sechser-Werkzeug. Also ich bin jetzt im Kreativmodus und habe ich jetzt einen 6er Baseballschläger mir rausgeholt. Das ist lila. Und Fushi, vorher ich waren die muss heilen. irgendwie. Da macht das. Kein Ding, dann heile dich. Weil da Wir vorne haben kommen Zeit. Skelette und Hyänen, ne? Ja, die Skelette, da rennen wir einfach durch. Die Ja. machen am meisten. Ach, die Hygiene, ne? Da ist er wieder aufgeregt. Nur einer interessiert sich für uns. Ja, es ist ja auch eine Mama. Guck, da oben ist die Mini-Hygiene. Was? So, und ab jetzt rennen wir einfach durch. Na toll. Boah, Hätte man nicht einen Zombie Tänzer Skelett. mitnehmen müssen? Nein, Zombies können brauchen wir jetzt nicht. richtig springen. Ja, Ja, es gibt Spider-Zombies. Freu dich drauf. Die gab's vorher auch schon. Aber die springen jetzt 4, 5 Blöcke hoch.
Spider-Zombies sind halt früher auf Bäume geklettert. Ach ja, und das machen sie immer noch. Und unterirdisch bauen hilft nicht mehr, die Zombies graben. Ja, haben sie früher auch schon, jetzt können sie sich wohl straight nach unten graben. Richtig. Und früher haben sie sich ja nur leicht schräg nach unten gewohnt. Aber die KI wurde stark verbessert. Wir wollen ja einfach mit keinen Stress haben. Nee, wir sind nette Nachbarn. Ne? Wir laufen hier nur durch. Ja, ja. Sightseeing-Tour in Hyboria. Ja, aber unter der Erde wurde bauen Monster trotzdem noch, weil die so erstmal runterkommen müssen, um deine Base anzugreifen. Ja, aber wie reparierst du unter der Erde eine Base mit dreifachen Wänden? Also drei blocksdicken Wänden. Na toll, jetzt hat er mich erwischt. Ausgerechnet mich, weißt du? Keine Ausdauer mehr, keine Ausdauer mehr. Und hinter mir lieben mich alle. Geht wieder, geht wieder, geht wieder. Einfach hier vorbeilaufen. Na toll, hat er mir einen Poppes geschossen gerade. Ja, weiß ich. Fushi, wir werden alle sterben. Nein, nein, nein. Werden wir nicht. Vertrauen wir. Die Archive. Genau. Finden wir hier den Kartenmeister. Ich sehe ihn sogar schon. Geil. Boah. Alter. Voll die Modelleisenbahn. Hm. Und nun? So. Da gehst du jetzt zu den Dürten dann. Ja? Und quatsch ihn an. Ich quatsche jeden an, weißt du? Genau. Dann kannst du auch, muss ich meistens reinstellen oder so. Dann lernst du da Kategorie ab. Oder lernst du, quatsch ihn so lange, bis er dann sich wieder wiederholt. Kannst auch einfach durchskippen, das ist relativ. Nö, ich lass das mal laufen, ne? Vielleicht möchte es ja einer wissen. Ja. Weil was wir gerade machen, ist das Anfang von Ende. Weil ich glaube, du hast jetzt auch noch nicht Conan gespielt, oder? Nee, noch nie. Ja, siehst du? Und das ist jetzt der Anfang von Ende. Ah ja. Der erste, was er sagt, noch vor dem ersten Teil so. Ah ja. Warte, ich soll jetzt mehrfach mit ihm reden, oder was? Ja, mehrfach. Der erzählt dir dann ganz... Ach so, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Er erzählt mir den Weg, wie ich hier... Ja, genau. Und wie ich rauskomme. Genau. Er sagt dir, dass der das ist das, der findest du dort, den musst du da versuchen. Aber ich habe ja meine Taverne noch gar nicht gebaut. Wir wollen noch gar nicht raus. Nee, nee, das ist jetzt einfach nur so zwischendurch, weil du wolltest heute unbedingt jemanden klatschen, also ja. Unbedingt irgendwo dich prügeln, habe ich gedacht, ach, dann kümmern wir uns um die Fledermaus. Dann machen wir die Fledermaus, ganz genau. Weil die anderen, da brauchen, könnten wir auch schon hin, aber es würde dir nichts bringen. Das ist ja blöd. Deswegen habe ich auch gesagt, also was nützt mir das, wenn ich dich zu meinem Endboss bringe, wo du A, die Rezepte nicht lernen kannst und B, du nicht weißt, wofür wir das überhaupt machen. Das ist richtig. Da denke ich ja auch natürlich bis mit. Ja. Mitdenken ist auch wichtig. Manchmal. Annika, du weißt, wie ich da bin. Manchmal schützt es aber auch, wenn man nicht so viel mitdenkt. Ja, in der U-Bahn. Einfach treiben müssen. Irgendwann sagte mir, hau, wie bin ich gestorben oder sowas. Und dann weißt du, der hat sich geholt. Perhaps his tears could be enough to fulfill the requirement. Obtaining them would be quite the feat. Irgendwelche Tränen beschaffen? Tränen zweier Völker. Stern des Meisters liegt begraben im Sand im Osten. Ja. Tyros, den mächtigen Drachen. Aber den konnten wir doch nie töten. Was, den Drachen? Den kriege ich so alleine. Den Knochendrachen? Ja, klar. Der ist doch nicht down gegangen damals. Den kriege ich so alleine down. Also wir haben damals auf den eingekloppt, dann mindestens eine Dreiviertelstunde. Du musst einen Bug, dann kriegst du ihn down. Dann müssen wir so. Herz der Sande Geißelstein, hatte ich jetzt schon? Hm? Okay, dann sind wir hier durch. So viel. Dann, da wir jetzt hier eh in der neuen Stadt sind und wir ein bisschen leicht Verdammnis haben. Jo, nee, ich hab gar keine. Oder fast gar keine. Will ich trotzdem sagen, wir gehen mal eben schnell rüber zu Conan. So Neu-Ansgar. Ja, wir gehen mal zu Conan auf den Plausch, ne? Hm? Weil da sind die Tänzer vorbei und da können wir uns sonst eben noch die Verdammnis wegtanzen lassen. Deswegen.
Holla die Waldfee, das wird schön. Ja, gibst du, du willst auch nur den nackten Tänzerin auf den Arsch gucken. Richtig. Aber was? Ich kann den Gedanken lesen. Ah ja, und übrigens hier vorne der Obelisk mit einmal anklicken. Ja, ja, für den Spawnpunkt. Genau. Scheiß Verdammnis, heb mir auf den Sack. Wie gesagt, den nehmen wir eh gleich wieder weg. So, hab ich. Wo bist du? Da. Rechts von dir. Ja, ich seh's. Hab extra die Verkannung. Oh, ich muss unbedingt mehr in Ausdauer skillen. Aber ich glaube, mit Verdammnis geht es auch schneller runter, ne? Kann es sein? Was ist mit Alexa App? Keine Ahnung. Fushi, bei Fushi ist Alexa ständig im Selbstredemodus. Die Sklavengruben. So was würde ich mir nie ins Haus holen, so eine Spionagekacke. Ach, da muss man nicht so empfindlich sein. Ich habe auch eine. Die macht Spaß. Aber lass dir niemals von ihr einen Witz erzählen, das ist so furchtbar. Oh ja. Da lass du dich so tode. Ich hab geweint. Ja. Mich auch. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Es gibt doch Witze. Was erzählt sie da? Genau. Geht's noch mit Ausdauer? Ja, ich hab noch ein Viertel. Das ist doch gut. Das ist einfach ein bisschen langsamer laufen. Oh ja, genau. Ja, oh. Da der Ausgang, ne? Was die für neue Gebäude errichtet haben, ey. Ja, das ist viel, viel, viel neu. Und halt den gleichen Weg, das, was wir jetzt heute gemacht haben, weil ich das gleiche halt mit noch mit ab mit den Abschaumtiefen mit Sandy. Ja, die hat ja auch Zeit, ne? Wir haben ja nur bis halb. Ja, das kriegen wir hin. Wir laufen jetzt noch eben. Laufen wir doch noch eben da vorbei oder? Ne, eure 1 dauert länger. Das ist egal. Dann machen wir das eben schneller. Das habe ich gerade nicht mitbekommen. Was machen wir schneller? Wir 1 dauert länger. Achso. Dann machen wir Conan schnell oder was? Ja, weil wegen den ganzen Sachen da und so, du weißt ja. Jo. Die ganzen ZDW-Wirtschaft da. Weißt du, was gut wäre, wenn wir uns beim nächsten Mal volle Aufnahme einen Plan machen? Ich weiß ja, was ich mache. Und planlos ging der Plan los. Ja, aber es wäre ja geil, wenn ich den Plan auch kennen würde. Achso. Im Moment bin ich hier dem fremden Führer ausgeliefert, weißt du? Ja, du hast gesagt, ich soll mir was ausdenken. Ja, richtig. Das war völlig korrekt. Erst wollte ich mit dir zum Hügelkönig laufen. Ja. Dann habe ich nur gedacht, also das bringt dir nichts, weil... Nee, der hat Dienstag zu, ne? Ja, weil Nee, weil das dir einfach nichts bringt, weil da drinnen sind Rezepte, die du erst ab Level 55 lernen kannst. Da bin ich ja lange nicht. Nee, deswegen habe ich auch gesagt, also was bringt mir das, wenn ich dich da hinschleife? Genau. Nee, du hast ja alles richtig gemacht, aber ich hätte mir ja vorher mal im Kopf machen müssen. Ja. Ah, Zivilisation! Deswegen, und planlos ging der Plan los. Planlos ging der Plan los. Planlos, aber motiviert. Du, ich bin eine Stufe aufgestiegen. Bin ich 55? Nee, da nicht. Nein. Hier rechts rum, bitte. Sepermu besuchen. Mhm. Ja, schön, ne? Also was ich jetzt schön finde, die Gegenden sind nicht mehr so, also bei mir zumindest auf meinem Ziel, die sind nicht mehr so hügelig und so bergig wie früher. Mach eine Random-Karte und dann hast du die absurdesten Schluchten. Hast du ja? Also ich habe auf meiner Karte die absurdesten Sachen. Also ich habe ja richtig coole Städte bei mir. Ja, das ist richtig, ja. So. Die Damen? Ja, die Damen. Die haben ja nicht mehr so... Früher war echt alles total Berg und Tal, Berg und Tal, Berg und Tal. Da bist du über eine Straße gelaufen, wie die Straße ist direkt in den Berg gelandet. Ja, ja. Aber das ist teilweise immer noch. Also hey, ist schon, das Generationssystem ist schon viel besser geworden. Hey. Hör mal auf, den netten Kronen. Ich spreche mal mit den Kollegen, ja? Ich brauche Antworten. Zu deinen Fragen? Ich weiß es gar nicht. Der Mann hier sagt, ich brauche Antworten. Aber es ist wie so ein Vorwerkmitarbeiter, weißt du, der beantwortet die Fragen, die hast du nie gestellt. Ja, er ist noch eine Weile hier. Nee. Was? Kamelpisse. Okay. Ja. Wenn ich Fragen hab, Dicker, komm ich wieder. Alles klar. Wer bist du? Ein Händler. Honig, Wein für 5 Silbermünzen. Du hast ja wohl ein Ei auf dem Kopf.
Verdammt selbst hier billiger. Ja, die kann ich ja selber herstellen. So. Dann, ja, Verdammnis ist weg, ne? Die ist weg, richtig. Okay. Aber Durststeig bin ich. Warte mal kurz. So, Schluck trinken. Okay. Jetzt rennt der. Da biegt er einfach scharf links ab, ne? Und du suchst wieder. Hallo, Lady? Hast du was für mich? Ach, da unten. Die bringt nichts. Ein Dürnentagebuch. Ach nee, ich darf ja nicht Nutte werden. Stimmt. Man hat dann in den Spiel gar keinen Hunger und Durst mehr? Doch, 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 doch. Aber ich glaube im Kreativmodus nicht. Dann, das. Da, Junge, was ist hier los? Wer schmeißt jetzt Zettel auf den Boden? Das wurde dir aus der Hand genommen. Hier ist einer. Ja, ungestüme Umarmung. Hm. Ja, machen wir täglich, ne? Dann hier. Computer hinter. Kriechen. Brauche ich nicht. Dann hier, zwischen den Fässern. Ja, ich sehe das andere schon. Hm. Grübeln. Und das hier? Das Achselzucken, ja, das geht mir öfter so. Ich habe immer so 20 What the fucks pro Minute. Und dann hier. Was? Wo? Hier im hohen Gras. Im hohen Gras. Da ist da erstmal alles ab. Ach da. Höflicher Beifall. Höflichkeit. Sophie. Mann, wir sind Barbaren. Was ist da los? Dann sind wir hier durch. Geil. Das sind die Sachen. Und Annika braucht dafür immer 5 Tage. Naja, du, niemand hat so viel hier verbracht wie du. Ich hab hier noch nichts. Meine 2000 Stunden, weißt du, begründen sich nur auf 1000 Stunden Dachbau. Oh Gott. So. Wollen wir mal trinken? Flasche auffüllen? Geil. Mann, du zerlegst deine Pfahl oder was? Klick mal. Neue Rezepte gelernt. Okay. Es wäre geil, wenn er mir sagen würde, welche. Das, du kannst jetzt diesen Banner herstellen. Oh ja, naja, das ist ja jetzt nicht so spektakulär, ne? So, dann kommen wir wieder mit. Ja. Wir sind gleich durch. Ja. Wir sind hier gleich mit fertig. Ja. Ja. Fushi, ja. Ich weiß, das machst du nicht. Also, nee, ich hab dir die Erlaubnis gegeben. Ja. Ich hab gestern gesagt, das machen wir so und dann machen wir das so. Mhm. Wir müssen ja was zeigen, ne? Was zeigen müssen wir. Und nicht bloß jeden Tag Dach bauen oder Haus. Sozusagen meine spannende Folge, meine entspannende Folge. Meine genau. Spannende Folge, meine entspannende Folge. Genau. Und wie der Voucher sagen würde, da gruscheln wir ein bisschen rum. So, dieser Typ. Ja? Mit dem redest du? Provozieren. Genau. Ist es schlau, den Exiles hier zu erklären, dass er ein wohlhabender Mann ist? Eigentlich ja. Weil ich habe ein Schwert. Und er sieht recht unbewaffnet aus. Ja, das kann sich schneller. Ah, er erzählt mir irgendwas über Dinge, die nicht zusammenpassen. Über Menschen, die verschont wurden und eigentlich tot sein müssten. Naja, gut, er ist halt. Er hat viele Sorgen. Er ist ein Wutbürger. Ja, guck mal, um deine Sorgen kümmern wir uns später. Da gründen wir dann Stuhlkreis irgendwas, ne? Und du? Du bist ein netter Bogenschütze, eine Schützin. Apache-Kampfhelikopter. Wo bist du denn jetzt wieder hin? Hallo? Unten. Hüpf's hier. Hüpf hier. Da guckst du einmal die Bogenschützin an und schon ist er weg. Links. Und einmal rechts. Um die Ecke stinks. Was? Okay. Lesen oder warten? Ah ja. Warten. Schlangentanz. Ach, der schwule Tanz, genau. Genau. Nix gegen Schwule, no offense. Genau. Hashtag no homo. Genau. No homo. So. Dann einmal hier hochklettern. Das auch noch. Ich hab gerade gegessen. Alter. Der ist so dumm. Ich weiß, mit Klettern hast du es nicht so. Nee, die Kletterei ist echt übel, wa? So, jetzt geht's. Okay. So, dann drückst du einmal hier E für den Rüstungsständer. Dann lernst du diese sikanische Rüstung, die sie alle antragen. Okay. Die ist also halt, diese hier. Die finde ich jetzt nicht so schön. Ja, da wie immer. Das kann doch nicht sein, Junge. Fällst du 2 Meter, weißt du, ist er brüllen, ey. Mhm. So, dann gehen wir noch zu einer Sache hin und dann sind wir hinten durch. Hurra!
Und dann müsste eigentlich schon fast schon wieder die Folge vorbei sein. Zwei. Fushi, zwei. Zwei. Ja. Die meinst Westmauer. Zombies gar nicht mehr looten? Nein, kannst du nicht mehr. Es gibt ab und zu Zombies, die haben so ein gelbes Säckchen hinterlassen, die. Die haben Loot, aber sonst gibt es keinen Loot mehr von Zombies. Hat die vor Probleme? Wer hat Probleme? Die da. Wo die hinter uns? Da? Die hier? Ja, die ist aufgeregt. Ja. Kann ich die schlagen? Ja, die läuft so, als ob sie überladen ist. Ja, ist tatsächlich. Ja, ne? Na guck mal, sie hat hier so ein kleines Lacoste-Handtäschchen auf dem Rücken. Ja, vielleicht ist da sowas Schönes drin. So. Da ist ihr Mann drin. Ist dann so ein Buch im Sand. Sande. Ein Buch im Sand. Flirten. Ja, da können wir mal. Da können wir mal hier zu den Krokodile gehen, weißt du? Vielleicht hilft's ja. Richtig, so. Und schwuppdiwupp sind wir durch neue Ansgar durch. Das waren doch mal geile zwei Folgen. Ja, würde ich sagen. Ja? Ne? Da würde ich sagen, auf Wiedersehen. Ja. Und ich render das noch schnell. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Dann sehen wir uns aber morgen wieder im Norden. When there is nothing left but to live or die. Chosen, what will you become?